Ja, aber hallo wieder. Ich bleibe heute mal in meiner Heimatstadt. Dem Streckenverlauf 2 Kilometer folgen. Hab dich mal nie vor, wegzufahren. Und jetzt fahre ich in den Modellstraßenbahnclub hier in Dresden. Machen heute ihre Weihnachtsmodellstraßenbahnausstellung. Weiß nicht, ich kenne das noch nie. Ich habe es jetzt vor kurzem erst gelesen und dachte, wenn sie das heute machen, kannst du mal hinfahren. Endpunkt Weixdorf. Der erste Straßenbahnzug der Linie 7 erreichte Lausa-Weixdorf am 2. Juli 1929. Die Gleisschleife Weixdorf wurde aber erst später eingerichtet. Die auf unserer Modellstraßenbahnanlage dargestellte Gleisschleife wurde in den 90er Jahren durch die DVB AG modernisiert. Betriebshof Klatsche. Im ersten Quartal 1902 baute der Unternehmer Karl Stoll erstmals für die Dresdner Heidebahn die Strecke Arsenal-Klatsche-Gasthof Deutsche Eiche bedienen sollte. Einen kleinen Betriebshof zum Unterstellen und zur Wartung der Fahrzeuge. 1910 erfolgte ein teilweiser Neubau der Wagenhalle mit Verwaltungstrakt. Dieser Betriebshof wurde mit Neueröffnung der Linie 7 am 21. Januar 1911 eröffnet. Am 14. September 1994 begann man mit dem Vorleitungsrückbau und Ende Juli 2004 wurde die alte Wagenhalle abgerissen. Abzweig nach Hellerau. Am 15. April 1913 wurde der Abzweig nach Hellerau in Richtung Hellerau in Betrieb genommen. Zuerst fuhr zu jeder ankommenden Linie 7 ein Pendelwagen ab Abzweig Hellerau zum Rathaus Renitz. Erst am 20. Oktober 1937 wurde aus dem Pendelwagen die Linie 8, welche wie die Linie 7 ab Wölfnitz fuhr. Ab 4. Mai 1948 fuhr die Linie 8 zwischen Leutewitz und Hellerau. Heute verkehrt die Linie 8 zwischen Hellerau und Südvorstadt. Der Bahnhof Mitte mit seiner großzügigen Hallenkonstruktion wurde als Haltestelle Bettiner Straße, so hieß damals die heutige Schweriner Straße, dem Verkehr übergeben und diente von Anbeginn ausschließlich dem Vorortverkehr. Die Bahnsteighalle hatte eine stattliche Länge von 100 Metern und eine Spannweite von 36 Metern. Die Bombenangriffe überlebte der Bahnhof recht glimpflich.
Trotzdem wurde die gut erhaltene Hallenkonstruktion 1953 abgerissen, um Platz für den hier geplanten, aber nie realisierten neuen Hauptbahnhof zu schaffen. Ehrgeizige Pläne in den 1990er Jahren, den Bahnhof mit einer neuen Halle auszustatten, blieben aus Kostengründen ebenso unausgeführt. Stattdessen wurde die Bahnsteigebene 2001 bis 2005 in abgespeckter Form im üblichen DB-Schick vollständig erneuert. Der Ausbau des Eingangsbereiches unterblieb bis heute, sodass die Fahrgäste immer noch durch eine Investruine stapfen. Der Albertplatz. Im Jahr 1817 wurde nach Niederlegung der Festungswerke der Platz vor dem Schwarzen Tor angelegt. 1830 bekam er die amtliche Bezeichnung Bautzner Platz, die er bis 1871 behalten sollte. In jenem Jahr kehrte der damalige sächsische Kronprinz und spätere König Albert als Anführer der sächsischen Truppen siegreich aus Frankreich zurück. Grund genug für die Stadtoberin, die Ereignisse mit der Neutaufe des Platzes in Albertplatz zu würdigen. Dies sollte nicht die letzte Umbenennung bleiben. Nur ein Jahr trug der nunmehr ehemalige Albertplatz den Namen Platz der Roten Armee, um dann ab 1946 für viele Jahre als Platz der Einheit in den Stadtplänen aufzutauchen. Ältere Dresdner nennen ihn heute noch so. Und die Käseglocke. Selbst wenn das Gegenstück am Postplatz sicher viel bekannter sein dürfte, auch der Albertplatz hat seine Käseglocke. Das Wartehäuschen entstand wie sein Gegenstück 1928 und verfügte ebenfalls über eine unterirdische Toilettenanlage. Allerdings handelt es sich nicht mehr um das Original, sondern eine nachwendliche Replik. Der Ursprungsbau war einfach zu marode. Heute befindet sich hier ein moderner Servicepunkt der DVB. Gewartet werden muss draußen. Straßenbahnhof Mitten. Im Jahr 1897 erreichte die bis dahin an der Pieschner Kirchstraße, heute Mondstraße, endende Pferdebahnlinie Postplatz Pieschen ihren neuen Endpunkt Mitten auf der Leipziger Straße. Gleichzeitig entstand der Straßenbahnhof am Zwickel der Ortslagen von Mitten, Drachau und Pieschen, also gleichermaßen im Dreiländereck. Eine erste grundlegende Erweiterung erfuhr er 1899 mit Eröffnung des elektrischen Betriebs auf der Stadtstrecke ab 1905 Linie 17, dann 15 und der Inbetriebnahme der meterspurigen Lößnitzbahn nach Kötzschenbroda, die an der späteren Lommatscher Straße eigene Wagenhallen erhielt. Nach Umspurung der Lößnitzbahn 1930 wurden die Meterspurhallen als Kfz-Werkstatt weitergenutzt. In den letzten Jahren seines Bestehens
erlangte der Bahnhof Berühmtheit als Heimstatt der letzten Gotha- und Iowa-Züge, die von hier aus die Linien 1 und 4 bestückten. Der Anfang vom Ende kam 1990 mit Stilllegung der Linie 1 nach Kossebaude und der damit verbundenen Abstellung der Zweiachser. Im Jahr 1992 wurde der Bahnhof als Dienststelle geschlossen und 1995 endgültig aufgegeben. Heute beherbergt er nach jahrelangem Verfall ein Einkaufszentrum. War doch ganz gut, war doch ganz interessant, die Ausstellung. So, ich bin jetzt hier nochmal angehalten. Ja, die Ausstellung war ja ganz, ganz interessant gemacht. Fand gut, dass die hier einige Gebäude und markante Plätze noch nachgebaut haben. Hat mir gefallen. So, meine Patrone ist bald alle hier. Sehen, ob das noch reicht. Werde jetzt jedenfalls die Bilder in den Rechner holen. Schneiden werde ich das Video noch nie. Ich habe momentan noch das vom Automuseum in Arbeit. Ja, hier muss ich noch Klettband drunter machen unter meine Matratze. Die rutscht halt während der Fahrt immer sonst wohin. Und hier ist ganz schön was los. Dachte, hier kommen keine Leute weiter lang. Aber na gut. Doch ganz schön viel Verkehr hier, hätte ich nie gedacht, dass hier so viel los ist. Ich momentan irgendeine Messe. Am Parkplatz dort steht großes Schild, dass die 7 Euro verlangen. Ich weiß nicht, ob das allgemein hier so teuer ist. Oder ist jetzt bloß Messe, dass die deswegen so viel verlangen können, wollen, dürfen. Aber 7 Euro. Für mal in 2 Stunden parken irgendwo, das ist ja der Hammer. Da müssen wir doch Patrone wechseln hier, das wird nicht mehr. Nee. Platz. Platze leer. Aber wenn wir nicht haben, Gas haben wir.
Ja, ich bin immer wieder jetzt vom Neuen begeistert, wie schön gemütlich ich das jetzt hier im Auto habe. Schön nicht schlecht. Schön hier drinnen sitzen, ein Käffchen trinken und Video schneiden. Wo habe ich ihn hier? Wenn ich den Sitz vorne rumdrehe, kann man dann auch richtig schön gemütlich rangehen und die Beine hochlegen. Ja, kann man hier auch. So, Kaffee kocht. Doch ein bisschen warm. Hat mich gefreut, euch wieder was Schönes zeigen zu können. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.